Kelly Family treffe ich im Garten von St. Johannes. Es ist ein außergewöhnlicher Garten, weil hier nur Pflanzen wachsen, die einen biblischen Bezug haben. Pflanzen wie Granatapfel, Wermut und Wein, Judasbaum und Jakobsleiter. Hallo! Grüß euch! Wie schön siehst du aus? Ich bin natürlich da. So wunderschön siehst du aus. Und es ist schön hier. Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber ihr hattet einen Einfluss auf meinen musikalischen Werdegang. Ich war ein großer Fan. Nein, ja, das wussten wir nicht. Oh, schön. Ja, also das Kaltische hört man deine Musik. Genau. Ja. Echt? Ja. Och, so schön. Das hat uns jetzt auch unheimlich. Jetzt können wir aufhören. Du übernimmst. Ja, okay. Nee, aber super. Das ist schön. Und macht das jetzt hier für euch einen emotionalen Unterschied, jetzt hier zu singen, in so einem spirituellen Ort oder auf der Bühne vor Tausenden von Menschen? Also es ist schon ganz anders, wenn du in die Kirche singst. Es ist mehr meditativ, es ist mehr das Gefühl, das Herz. Du kannst nicht so eine riesen Show machen. Mhm. Und dadurch steht in erster Linie Musik, Gesang, Gebet zusammen. Und es ist auch schön in so einem Ort, weil du weißt, Tausende von Menschen haben über Hunderte von Jahren da ihre Gebete, diese Räume dann erfüllt. Man spürt das schon. Ja. Absolut. Wie Kathy sagt, das geht mir um den Inhalt und nicht so sehr das Äußerliche, die Show. Ja. Patricia, wie lebst du deinen Glauben? Du bist Christin? Ich bin Christin, ja. Und für mich ist Gott ein Freund und nicht jemand, der da oben sitzt. Das ist jemand, mit dem ich eine Beziehung pflege. Und das ist mir wichtig, jeden Tag etwas Zeit zu nehmen, die Bibel lesen, denn das ist sein Wort. Und konkret natürlich auch gehe ich auf so heilige Messe, denn das tut mir gut, da schöpfe ich Kraft. Und vor allem über die Liebe zu meinen Kindern, zu meinem Mann, meine Freunde, meine Geschwister. Schön. So wie ich kann. Nur einen Katzensprung von der Stadt Schleswig.